Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin führt uns der Weg heute? Zu den Sachsenorten und Leutershausen. Das liegt denn wo? Ah, hier, im Kreis Rhein-Neckar, rot markiert, im grünen Ländle Baden-Württemberg, heutige Gebiete. Das ist jetzt hier eine kleine Übersichtskarte. Da war ja früher eins der Herzen der Kurpfalz. Und wenn wir von Weinheim, was wir ja schon kennengelernt haben, nach Süden reisen, treffen wir dann auf Schriesheim. Dazwischen liegen die Sachsenorte und Leutershausen. Und wir beginnen mit Lützelsachsen. Klingt klein. Richtig. Wird erwähnt im Jahre 770 im Lorscher Kodex, das berühmte Kloster. Gleich darüber etwas mehr. Doch wir sehen ein paar nette Fachwerkhäuser, größere Hofanlagen, allerdings so 18. Jahrhundert, also barocke Bauzeit. Die Kirche indes relativ neu, auch dem Barock entsprungen. Doch das Rathaus, das geht in frühere Jahrhunderte zurück, wurde nach gewissen Beschädigungen dann historisierend wiederhergestellt. Ja, was heißt das? Ganz einfach, hier, das Kloster Lorsch, 764 dann endgültig gegründet, nahm gewaltig an Besitz zu. Das gefiel natürlich dem Erzbischof von Mainz nicht, und der stocherte darum, und Kaiser Friedrich II., der hob 1232 die Reichsunmittelbarkeit auf und gab das Kloster an Mainz zurück. Die hat natürlich die Rechnung ohne den Schutzvogt gemacht, den Pfalzgrafen. Und da ging es dann ganz ordentlich zur Sache. Aber das nur so nebenbei. Ja, nächster Punkt, Großsachsen. Das ist jetzt etwas größer. Ach ja, doch, hier. Richtig. Hat allerdings auch ein modernes Gepräge. Stammt jetzt hier zum Beispiel 1879. Auch nett. Immer ordentlich dokumentiert. Oder hier. Das ist ein schöner Speicherbau. Oben waren Ladeluken, außen Balken mit Winden. Die hat's natürlich heute nicht mehr. Aber da war so im 18., 19. Jahrhundert so eine gewisse kleine Industrialisierung. Der Ort auch hier, modernes Gepräge, findet jedoch. Hoppla, ja natürlich, schau mal. Was ist denn da passiert? Ist das Dach abgerutscht? Nein. Hier, die haben das Haus ein bisschen erweitert und das Dach angepasst. Gefällt mir irgendwie. Hat was. Doch die Kirche. Der Turm, der geht in die gotische Zeit des 15. Jahrhunderts zurück, wurde jedoch in den Obergeschossen, aber gleich dazu mehr. Das Bild, enge, gewinkelte Gassen, neuzeitlich die Häuser, Backstein herrscht vor, doch das hat auch einen gewissen Reiz, wie man sieht. Natürlich, Fachwerk kommt nicht zu kurz und auch in heutiger Zeit halten viele sehr viel davon, in einem Fachwerkhaus zu wohnen. Doch hier die Kirche. Das Langhaus natürlich wurde in der spätbarocken Zeit neu aufgeführt. Die Kirche indes geht ins Gotische zurück. Ja, eine frühe Kirche soll sogar direkt vom Kloster Lorsch gegründet worden sein. Das sind jetzt nicht die Streitigkeiten zwischen dem Pfalzgrafen und dem Mainzer Erzbischof, die hier die Gegend so platt gemacht hatten. Das waren die Franzosen, doch da kommen wir später dazu. Hier der Kirchturm, die Zwiebelhaube oben, auch neueren Datums, der ehemalige Kirchhof, einst Begräbnisplatz, dann ausgeräumt im 19. Jahrhundert. Ein Rest der Mauer kündet. Oh, Zehringer Hof. Ja, man weiß um die alten traditionellen Namen. Aber zu den Zähringern kommen wir ein anderes Mal. Wir gehen weiter nach Hohensachsen, ist nur einen Schritt entfernt. Wie der Name allerdings sagt, liegt das jetzt recht hoch. Und hier das Rathaus, auch erneuert, das führt allerdings seinen Ursprung ins Jahr 1538 zurück. Ja, und da wohnten jetzt Sachsen? Nicht so direkt. Hier kleine Kirchen, Hofanlagen, Gebäude. Im 9. Jahrhundert, da gibt es dann diese Sachsenheime, Minor, Superior, Major. Man sagt, Karl der Große hätte besiegte Sachsen hier angesiedelt, andere führen die Namensgebung
auf einen Edlen namens Saxo zurück. Nun, ein gewisser Wahrheitsgehalt ist in allen Geschichten, wie das bei manchen Legenden oder Märchen so ist. Märchen sind nicht abfällig. Doch schaut hier, über dem Ort. War da eine Burg? Nein, ein fester Kirchhof. Oh ja, jetzt. Was ist das denn? Na, schaut doch mal hier außen. Ja, das war ein Wehrkirchhof. Man kann schon sagen, eine Kirchenburg auch. Hier die Außenseite. Hohe Mauern, der Wehrgang abgetragen. Denn hier ging es im 15., 16. Jahrhundert dann wiederum zwischen Kurpfalz und Kurmainz ganz bös zur Sache. Doch schaut mal hier. Das ist eine Schießscharte in der Außenmauer. Ich zeige sie euch gleich von innen. Die Reste der schweren Kirchhofmauern mit Strebepfeilern abgestützt. Und seht hier die Toranlage. Ja, richtig, da war ein Eckturm oben mit Kampfplattform. Eine kleine Tafel kündet. Da war Lorsch direkt. Hat hier eine Basilika gebaut. Die wurde dann abgerissen. Im 19. Jahrhundert. Also kann man da schon von einer Kirchenburg sprechen? Die Kirche steht nicht mehr. Doch die Wehreinrichtungen sind noch in, seht hier, auf der linken Seite, Schwibbögen, das sind diese Rundbögen, und oben lag der hölzerne Wehrgang auf. Innen und oben Regenschutzdächer. Der Kirchhof selbst noch in Benutzung. Und Reste der Kirchhofmauer zeigen zum Teil noch Konsolsteine, wo eben auch Wehrgänge auflagen. Doch seht hier, das haben wir eben von außen gesehen, macht das Gebüsch mal etwas weg. Danke. Hier, ja, das ist eine Schießscharte. Oder meint ihr vielleicht einen Lüftungsschlitz? Da haben sich die Leute im Ort verschanzt und sich des Lebens erwehrt. Zusammen mit den Toten. Da hatte man damals keine Schwierigkeiten damit. Hauptsache, man überlebte. Renoviert ist das Ganze 1990. Auch hier ordentlich dokumentiert. Doch wir gehen jetzt weiter nach Leutershausen. Geht klein bisschen auf. Was sind denn das? Auswaschungen? Nein, alte Grenzsteine hier. Das Gebiet wechselte oft. Naja, schön. Und Wasserablaufgräben? Nein, nein, keineswegs. Ups, ja. Schaut mal, das ist ein Tagschacht. Ein Tagschacht? Ja, ein Bergwerk. Tagebau. Hier, im 16. Jahrhundert, aber man geht schon bis ins 14. Jahrhundert oder früher, vielleicht sogar das Kloster Lorsch. Wenn da Kupfer, Eisen oder zinnhaltige Gesteine gefunden wurden, hat man auch im Tagebau abgebaut. Das sind dann diese Tagschächte, nennt man diese langgestreckten Sachen. Systematisch, außen der Auswurf. Doch, es gibt auch Grubenanlagen, hier, halb verschüttet, schaut, vergittert, dass niemand mehr reinfällt. Früher jedoch, Kinder? Natürlich, das war üblich, Kinderarbeit. Und da hat man hier keine Ausnahme gemacht, an der Bergstraße. Das war im gesamten damaligen Römischen Reich. Ja, und die haben da jetzt, ganz richtig, erinnert euch doch mal an Grimms Märchen. Märchen sind nicht abfällig, sondern haben einen wahren Kern. Waldwichtel, Schneewittchen und die sieben Zwerge, kleine Männchen, die im Wald wohnen. Das waren entflohene Kinder aus den Bergwerken. Die mussten sich ja auch irgendwie ernähren. Hat man sie aufgegriffen, dann war ihr Leben zu Ende. Das war's auch so. Die Familien hatten damals 15 Kinder und mehr als Lebensversicherung. 2, 3 haben dann überlebt und haben die Eltern versorgen können. Die anderen, die wurden an die Herren verkauft, um in den Bergwerken zu arbeiten. Kleine Stollen? Sehr effektiv. Lest nach. Kein Märchen. Aber die Märchen haben hier wahrscheinlich ihren Ursprung, zumindest von Zwergen und Waldwichteln. Ja. So, wir sind schon in Leutershausen. Und da passieren wir das ehemalige Großsachsener Tor. Das steht natürlich nicht mehr, nur eine Außenwand. Vorstellen darf man sich das Ganze so, das war so ein überbautes Torhaus. Nicht diese schweren Stadtbefestigungen, es war ja nur ein Ort. Doch, es gab 3 Tore
und man durfte nur durch die Tore betreten und natürlich Obolus entrichten. Hier die ehemalige Schmiede. Historie wird in Leutershausen auch hochgehalten. Die Schmiede, die war noch bis ins 20. Jahrhundert hinein in Betrieb. Oder seht hier, dies Haus, im Jahre 1700 erbaut, ab 1722 im Besitz der jüdischen Mitbürger. Ja, natürlich, die Juden waren willkommen an der Bergstraße, Ausnahmen abgesehen. Hier allerdings nur bis 1937, dann wurden die letzten nach Auschwitz deportiert. Kamen nie zurück? Nein, nie zurück. Aber die Erinnerung lebt. Schönes Fachwerk, Hofanlagen mit Speicherbauten, seht ihr? Kostet natürlich etwas, das so zu erhalten, aber hat seinen Reiz. Oder hier ein Haus geht ins Jahr 1580 zurück. Die Einfahrt, der Eingang in den Keller, birgt im Schlussstein die Jahreszahl. Das war damals so Tradition. Da gab's natürlich gewisse Zerstörungen auch in späteren Zeiten. Wir reden nicht vom Dreißigjährigen Krieg und so. Der war natürlich auch nicht gerade angenehm. Doch schaut, hier sind wir in der Schlossgasse. Da hat's jetzt etwas Besonderes. Ein Schloss. Richtig, aber ein besonderes Schloss. Mit Speichergebäuden. Und das ist das Schloss der Grafen von Wieser. Die standen im Dienst der Pfalzgrafen, und zwar der Linie Pfalz-Neuburg an der Donau. Dann über Düsseldorf kamen sie schließlich hierher. Denn es war im Jahr 1700, als dann Jan Wilhelm oder Johann Wilhelm Kurfürst wurde, nach den schweren ersten Franzosenkriegen, und der übertrug seinem Hofkanzler Franz Melchior von Wieser das Hirschberger Lehen. Die bauten dann ein Schlösschen. Dieses Schlösschen? Richtig. Und im Jahre 1702, da erhob Kaiser Leopold I. den Hofkanzler und seine Familie in den Grafenstand. Noch heute lebt die Familie der Grafen von Wieser hier. Naja, immerhin. Ja, Waldbesitzungen, ein bisschen Industrie, aber immerhin. Hier die Schlosskirche, die wurde historisierend erneuert im frühen 20. Jahrhundert. Doch hier, ich sprach vom Pfälzischen Erbfolgekrieg, Franzosenkriege, ab 1689. Vergesst, was ihr über den Dreißigjährigen Krieg wisst. Das war übel. Die Franzosen haben alles verbrannt. Deswegen sind die meisten Gebäude eben neueren Datums. So, hier der Lindelbrunnen, die alte Quelle des Ortes, wie man so schön sagt. Doch schauen wir noch ein bisschen durch den Ort, malerische Straßen, Fuhrwerkspoller oder Hundsbrunzer genannt. Hier die alte Schule, auch ums Jahr 1700, ab dem 20. Jahrhundert katholische Mädchenschule. Das Rathaus mit der Durchfahrt, so darf man sich die Ortstore vorstellen. Das evangelische Pfarrhaus, erbaut um 1800, auch auf älterer Grundlage. Nach 1800, da kehrten ja dann wieder so halbwegs normale Verhältnisse ein, wenn man von Napoleon absieht, aber so viel ging da nicht kaputt. Doch hier schaut, wir kommen zur Kirche, die liegt ganz hoch oben, war auch befestigt, richtig, eine Kirchenburg, eine Art Zitadelle, eine Schutz- oder Fluchtburg. Die Kirche indes, die geht in frühe Zeit zurück, auch hier hat das Kloster Lorsch schon seine Finger drin gehabt, doch die Gebäulichkeiten, die sind vorwiegend aus der gotischen Zeit des 15. Jahrhunderts, als das Ganze im Besitz der Pfalzgrafen war und die Herren von Hirschhorn, die hatten das Lehen. Hier am Kirchturm an beiden Seiten im Osten und Westen, da finden sich noch Wappen der Herren. Später ging das dann eben mit der Linie Pfalz-Neuburg in den Besitz der Grafen von Wieser über. Noch Reste der schweren Kirchhofmauern. Doch langsam gehen wir in den Ort zurück. Sehr viele von diesen Trockenscheunen oder Darren, wie man es nennt, hat es hier. Luftig gebaut sind sie. Wir kennen sie zum Teil aus der Rheinebene als Trockenscheunen für gewisse Geräucherwaren. Doch hier 1848 und überall finden die sich. Holzlatten, nicht ganz fest zusammengefügt, sondern mit Zwischenräumen, dass der Wind hindurchstreicht, eben trocken da.
Manche Hofanlage zeigt das. Hier die ehemalige Brauerei. Ja, sowas hatten wir hier auch. Und Gasthof Goldener Hirsch, 1707, Original, im Kern. So, ein kleiner Hinweis sei noch gegeben, dies ist ein Beitrag der Serie 1. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch mal rein. Diese Geschichte hat jedoch hiermit ihren Abgang erreicht. Wir sehen uns wieder und sagen.